Eieiei. Ja, so. So, meine lieben Freunde. Komm schon, Brüder, schnappen wir sie uns. Was? Das war dumm. Das war blöd. Falscher Spielstand. Ja. Gut. War jetzt nicht ganz optimal. Gebe ich zu. Kriegen wir aber hin. Ich meine, das muss auch irgendwie zu machen sein. Vielleicht gehe ich auch einfach darüber. Pfeile mache ich jetzt nochmal alle ready. Also okay. Ach Mann, ich will das doch besser hinkriegen. Ach Mann, das ärgert mich. Also ich weiß nicht, ob man das so machen soll. Aber... Da steht einer. Okay, noch geht's. Kommen natürlich jetzt alle dahin, ne? Das ist jetzt nicht so optimal. Aber sind nicht die Maschinen. Sie ziehen weiter. So, ich habe keine Ahnung, wie viel Ziel ich markieren kann mit meinem Fokus. Der hat mich entdeckt. Fuck, warum sind die so gut? Oder warum bin ich so schlecht? Es muss doch eine Möglichkeit geben, wo ich hier... bin gerade ein bisschen am Bonbon am Lupfen, um am Hals so ein bisschen zu entspannen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, da jemanden zu klatschen. Okay, der konnte noch keiner. Das war vielleicht... Ja, hätte ich den Scharfschussbogen genommen. Aber ich habe noch nicht, ich habe es noch nicht verkackt, okay?
So. Okay. Das reibt ein bisschen. Ja, das tut mir leid, Mädchen. Aber ich muss hier irgendwie runter. Jemand von uns hat's erwischt. Ja, die sind jetzt nur in Alarmbereitschaft, die suchen noch. Die Frage ist jetzt nur... Wie Rust so sagen pflegte, Geduld. Ja, boah, ich hätte fast selbst nicht gesehen. Keiner gesehen hat. Ja, keine Ahnung, aber okay. Ich warte, bis der Wächter sich da rumdreht. Super. Den müsste ich doch eigentlich auch kriegen. Der steht so perfekt schön still. Ja, wunderbar. Da steht Lore. Die könnte ich natürlich anstecken und ordentliches Chaos verursachen. Aber ich will erstmal gucken, ob ich mich hier so ein bisschen durchschleichen kann. Ja. Bin voll, ne? Fall bloß nicht runter. Okay. So, ich versuche erstmal hier oben so ein bisschen aufzuräumen, aber ich glaube... Schenkt mir keine Moment. Beachtung. Wem hat es da erwischt? Ja, komm doch hoch. Ja gut, dann halt so. Jetzt wird's laut. Man soll sich halt die Lohbehälter anzünden. Also okay. Ist okay. Keine Ahnung, warum die jetzt schon angetanzt kamen. Soll mir egal sein. Ich wurde zwar nicht richtig gesehen, aber... Das ist in Ordnung. Mach dich bereit. Wo sind denn noch Lohbälle? Die haben doch alle platt gemacht. Na, super. Da war's. So, wo haben wir denn hier noch ein paar Lümmel? Das ist schön. Das hört sich jetzt auch nicht unbedingt nach jemandem an.
Ja, der hat gesessen. Irgendwie hattest du da gerade Lichtverhältnisse Probleme. So. Aber ich habe das Gefühl, das reicht nicht für Rache. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Nicht wirklich. Dann wärst du voll überladen, voll laut und den müsstest du immer hinterherziehen. Das schaffst du schon, Mädchen. Wir müssen nicht zu viel mitnehmen. So, Sona. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Ja. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Val, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Spur markieren. Was? Warte mal, wir haben doch... Ja, yeah, Fähigkeiten. Zwei Stück, genau so sieht's aus. Verlängert die Zeit, bis eine Maschine überbrückt... Verlängert die Zeit, bis... Ach, die eine Maschine überbrückt ist. Okay, okay. Schnitzexperte, erhöht die Chance heute. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das nehme ich einfach aus dem Aspekt her. Oh, Draht. Das ist super. Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Interessant. Ein Ruhevorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Ich habe etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht meine... Irgendwie... Ja, ist egal. Habe ich überhaupt noch Schnellreisedinger? Ja, habe ich. Kann ich da schon schnell reisen? Nein, kann ich nicht. Okay, jetzt muss ich mal gucken, nur dass ich wieder hochkomme. Irgendwie, aber... Bin hier richtig. Kein Platz mehr. Achso, ja, stimmt. Das waren die Steinchen. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir am besten lang gehen. Ja, da sollte ich vielleicht mal einen richtigen Weg laufen. Hummeligummel! Nein, der hat's verdient zu leben. Manchmal kann man nicht einfach wie bekloppt alles... Jagen. Tragekapazität, super! Stolperfallen, Jagdbogen, Scharfschuss, Waschbärknochen brauche ich.
Oh, und Metallscherben. Aber massiv. Wie viel Reinholz habe ich denn? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Entschuldige, Fuchs. Das wird dem Justin überhaupt nicht gefallen. Aber es ist halt nun mal so, das brauchen wir halt. Ja, läuft. Ist ganz schön dunkel. Oh ja. Das ist immer gut. Kaninchenknochen, Metallscherben, Fischgräten, Metallscherben. Hier brauchst du nur Metallscherben. Das ist super. Hier auch nur noch Metallscherben. Waschbergknochen, Metallscherben. Reinholz und Metallscherben. Oh, ich brauche auf jeden Fall Holz und Metallscherben. Komisch, bei diesen Worten habe ich ein Déjà-vu. Kleine zähe Pflanze, du wirst mir sicher helfen. Das ist doch schön. Wer bist du? Keine Ahnung, ist ein alter Mann. So, dann will ich mal hier runter. So, gibt's hier irgendwelche Fische vielleicht? Hier gibt's noch... Ja. Ich muss dringend Metallscherben sammeln. Auch für Pfeile. Ob ich nun will oder nicht. Hier laufen noch ein paar rum, ne? Meine Position ist aufgeflogen. Also ist jetzt nicht so tragisch, Aloy, dass jetzt die, deine Tarnung aufgeflogen ist, weil wir eigentlich gut dran waren. Naja. Hinten ist eine neue Maschine. Ich weiß nicht, was die bringt. Hier muss auch noch irgendwas liegen. Ein zerstörter Wächter. Läufer. Brauchen auf jeden Fall Metallscherben. Die Frage ist nur, ob ich das durch Sammeln hinkriege oder ob ich da doch eher den Händler raushängen lassen muss. Da ist noch ein Fuchs. Soweit ich das gesehen habe, brauche ich aktuell kein Füchschen. Dementsprechend lasse ich das erstmal. Die Metallscherben, die ich habe, benutze ich jetzt erstmal für Pfeile. Weil das Upgraden kann halt auch noch warten. Feuerbrüllrücken. Schwäche Eis, Stärke Feuer. Okay. Das wird so nix. Jawollinger!
Tank müsste doch bald leer sein, Bubi. Hoffentlich gibt es zu wenigstens ein paar ordentlich Metallscherben. Naja. Ich konnte zumindest meinen Vorrat füllen. Das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, für Feuerrücken bin ich noch nicht stark genug. Na gut, dann will ich erstmal weiter. Ich glaube, ich bin sicher. Ja, bist du. Alles super. Ja, also die darf ich auch nicht unterschätzen. Auch wenn wir jetzt hier auf normal und nicht auf super schwer spielen, wie im Stream. Es wird nicht einfach. Obwohl ich ja sagen muss, super schwer war natürlich übel, ne? Da hätten wir die... Val hat von einem Banditenlager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Wir sollten lieber die Augen offen halten. Banditenscherge. Banditenscherge, ja. Ich will eigentlich sehr ungern hier abends rein. Ich muss mal gucken, ob ich meine Monitore ein bisschen umbaue. Waschbär! Waschbär, ich will dich! Dieser Regen. Spült den metallischen Geschmack weg. Das ist schön. Oh, hier gibt's Fische. Na, Fischgräten brauche ich. Wenn die überhaupt sowas droppen. So, schwimmen wir ein bisschen gegen den Strom. Das wird schon passen. Ja, ich muss das DLS umschalten. Ich finde das ein bisschen gruselig. Wenn es bei größeren Arealen einfach die Renderung ein bisschen runterhaut. Banditenlager Teufelsdurst Nil. Ist jetzt die Frage, wenn ich schon hier bin, dann könnte ich doch eigentlich sowieso... Könnte doch eigentlich sowieso mal gucken, ob ich so ein Banditenlager mal auseinandernehme. Lust darauf hätte ich schon. Sag ich ganz ehrlich. Warte mal, was kann ich denn herstellen? Ich habe keine Metallgefäße. So, das ist doch schon mal gut. Warte mal, Moment. Nee, das ist alles soweit okay. Nein, nicht Ultraleistung, ausgewogen Qualität. Für mich. So.
Wollte schon sagen. Komischerweise sind die Framerate immer noch einigermaßen stabil. Aha. So, wo muss ich denn den Nil treffen? Der muss doch hier auch irgendwo sein. Da sehe ich den noch schon. Nil, mein Bubi. Ah, siehst du, das sieht doch schon wesentlich super auch besser aus. Schön, dass du hier bist. Mach den Part heute nicht ganz so lang, weil ich nachher auf Toilette muss. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Nil. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenklang. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutlustige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten dem Kerl seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Ich brauche keine Hilfe bei ein paar Banditen. Einzelgängerin? Wie aufregend. Keine Angst. Falls sie dich töten, erledige ich sie, bevor sie aus deinem Schädel eine Suppenschüssel oder so einen Unsinn machen. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Ja, ja. Das sieht doch ganz gut aus. Dann machen wir das doch mal. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn ich zu ich dachte, viel... dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Wenn ich nämlich... Ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn ich zu viel... wie heißt's? Mache. Wenn ich zu viel schleifen lasse, habe ich ein Problem. Okay, mit dem Kopfschuss müsste ich eigentlich auch so genug Schaden machen. Schnell erstmal. Yo, die sind wirklich unter meinem Level. So viel Damage mache ich gar nicht. So. Der oder die hat was gehört. Oder was gesehen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier gut Stuff kriegen, den wir gut verkaufen können. Der ist wichtig. Der ist auch nicht unwichtig. Super. So. Einfach weitergehen. Das ist Ihr Alarmsignal. Das sollten Sie lieber nicht auslösen. Mal gucken, ob ich das so hinkriege, ob ich das kaputt kriege. Jetzt ist Ruhe. Jawollinge. Super.
Gut, die Frage ist jetzt nur, da steht sonst, also hier sind noch ein paar durchaus, die Frage ist nur, wie tief kann ich jetzt rein, ohne dass da jemand mich sieht. Da ist ein Bandit. Ich guck mir die mal an. Hier muss noch einer oder eine stehen. Die Frage ist nur... wo der die ist. Ich kann mich da halt auch nicht reinschleichen. Ein Lagerfeuer, okay, verstehe. Der ist zerstört. Muss ich eigentlich relativ schnell sein und kann eigentlich mir nicht... Okay, so viel zum Thema schnell. Hat sich geklärt. So, jetzt wird's aber interessant. Weil ich eigentlich... super. Hier ist relativ ruhig. Ich gucke mal, ob ich irgendwie anders da reinkomme, weil ich glaube, durch das Haupttor werde ich nicht alle treffen. Noch einer, aber ansonsten ist hier oben recht ruhig. Super. Nehme ich erstmal mit, was ich kann. Der Regen stört ein bisschen gerade. Der ist ein bisschen unrealistisch krass. Vor allem nur bei mir. Gibt aber so eine gewisse Atmo. Das muss man einfach auch lassen. Läuft besser als im Stream. Ich kann mich erinnern, dass ich richtig Probleme hatte. Da kenne ich nix. Wird alles gekillt. Alles wird gekillt, was zu killen ist. Noch mehr Regen. Meine Stiefel werden ganz nass. Ja, das ist eklig, ich weiß. Das müssen die Gefangenen der Banditen sein. So, ich lasse mal ein paar leben, in der Hoffnung, dass ich da noch ein paar extra... ein bisschen was extra krieg, wenn ich den Banditen befreie, bevor ich das Lager befreit habe. Nichts Besseres zu tun? Jetzt hör doch mal auf, so rumzuschreien, Mädchen. Kein Wunder, dass sie dich alle treffen und sehen. Banditen-Scharfschütze. Jetzt die Frage, wo ist der? Endlich. Ich werde euch rausholen. Schon gut. Gleich seid ihr frei. So, die sind schon mal frei. Das ist schon mal ganz gut.
bleibt ein bisschen ruhig. Der ist hinüber, das ist gut. Jetzt gehen wir erstmal raus. Den einen lasse ich nämlich leben, in der Hoffnung, dass ich dann noch irgendwas zusätzlich bekomme. Waren das alle? Ja, ist nur noch einer. Rohstoffkiste etc. etc. ist eigentlich nicht verkehrt. Die Frage ist, wo muss ich die jetzt rausbringen, damit ich die befreit habe. Ich glaube hier rüber, ne? Okay, die kommen mit. Ah, mit dem Regen, es wird dann doch FPS-mäßig, kommen wir dann nur auf 60 bis 70. Folgen die mir jetzt oder? Ich meine, die sind ja schon frei. Warum kriege ich da nichts Zusätzliches? Na gut, dann halt nicht. Dann muss ich den einen da halt noch klatschen. Es wäre schön, wenn da eine Anzahl stehen würde, aber auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, da keine Anzahl reinzuschreiben. Einfach aus dem Aspekt her, dass es halt unrealistisch ist. Ich meine, wer weiß schon, wo was ist. So, hier ist noch einer. Den Lümmel krall ich mir jetzt noch. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ja, ich wollte ja auch nur das Holz mitnehmen. So, Scharfschütze. Gibt's einen Pfeil. Das sieht leicht. Sucherin, darf ich mit dir reden? Wer? Welche Ehre! Ich, Urmutter sei Dank. Das ist doch schön. Okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Aha. Na gut, von mir aus. Gucken wir mal aus der... Ah, Händler, das ist gar nicht mal schlecht. Verkauf gegen Metallscherben. Wunderbar, wunderbar. Verkauf gegen Metallscherben. Ja, super. Da haben wir doch schon einiges, wo wir sagen können, das kann weg. Das Grüne wird jetzt nicht so viel geben. Aber immerhin werde ich etwas kriegen. Das sind alle Sachen, mit denen ich was machen kann. Ne? 250 ist also Holzmaximum. Okay, ich verstehe. Da kann ich auch jetzt bestimmt irgendwas an Traglast herstellen. Stolperfallen, Jagdbunker. Jawohl, der ist fertig. Der ist noch nicht fertig, aber... Ja, weißt du was? Ich guck mal, ob ich von dem noch ein bisschen Reinholz kaufen kann oder so.
Modifikationskiste. Warum eigentlich nicht? So, dann gucken wir mal. Schatzkisten. Das hat sich doch schon fast gelohnt. Ja, wie viele Metallscherben habe ich denn jetzt? 32. Ist nicht viel, aber immerhin. Warum eigentlich nicht? Ich würde sagen, ich beende den Part jetzt. Und beim nächsten Mal... Ja, reden wir mit Neil, ne? Weil ich ganz dringend auf Toilette muss. Hier, haut rein. Tschüss.